Ich war shoppen. Der erste Sommer-Shopping-Haul für dieses Jahr. Und zwar ist es ein kleiner Try-on-Shopping-Haul. Ich habe nicht viel gekauft, aber ich war in einem Outlet-Center und habe dort zugeschlagen. Ich habe mir immer so gedacht, eigentlich brauche ich nichts, aber wenn ich was sehe, dann kann ich es mir kaufen. Und ja, ich habe was gekauft. Als erstes im Levi's-Shop. Ich weiß, wie teuer Levi's-Sachen sind. Ich wollte nämlich immer so ein Levi's-T-Shirt haben, wo so ganz klein hier so Levi's steht. Und endlich habe ich mir das mitgenommen. Ich weiß, dass die 30 Euro kosten, weil ich wollte letztes Jahr mir nämlich hier in der Stadt eins kaufen. Und das war mir dann zu teuer. Und jetzt habe ich einfach eins um 21 Euro gefunden. Das hier sieht richtig, richtig süß aus. Hier ist einfach nur so ganz klein Levi's drauf. Auch mit so ein bisschen Blumen. Und das finde ich so unglaublich cute. Und ich finde, die Qualität ist auch von Levi's richtig, richtig schön. Ich habe eins, wo so groß Levi's hier draufsteht. Aber das ist mir so zu groß. Dieses Mal habe ich es in XS gekauft. Dadurch, dass ich ja so viel abgenommen habe, ist es ein bisschen groß von denen gewesen. Und dann habe ich noch eins mitgenommen, weil wer mich kennt und vielleicht mich gerade sieht, der weiß, ich liebe Blau und besonders dieses Blau hier. Also habe ich mir noch eins in diesem Blau mitgenommen. Und hier steht auch so Levi's dran. Also auch richtig, richtig schön. So mit ein paar Blümchen und so ganz dezent und ich liebe beide. Dann waren wir im Only und dort habe ich endlich einen Jeansrock gefunden. Ich suche jetzt schon seit 3, 4 Jahren einen Jeansrock und habe nie einen gefunden. Dachte mir schon, ja, okay, es gibt keine Jeansröcke mehr und dann hing der einfach da. Ist Größe S und hat gekostet 20,99 €. Sieht so aus. Extrem schön. Ich liebe auch diese Farben immer so von der Maserung her. Meine Jeans, kurze Hose ist auch von dieser Farbe. Und ich finde das auch cool, dass es hier so ein bisschen ausfranst. Wenn es zu viel ausfransen würde, könnte ich hier immer noch eine Naht machen, habe ich mir gedacht. Und er hat auch die richtige Länge. Und ich glaube, das wird mein Sommerrock 2024. Und dazu habe ich mir dann so ein, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, Überwurf-Dings, nenne ich das immer, gekauft. Und zwar sowas. Also, das ist echt richtig, richtig schön. So mit einem weißen Top drunter zum Beispiel. Ich trage ja sehr, sehr gerne diese Tops hier im Sommer. Mit einem weißen Top und das dann drüber und dann zum Jeansrock. Ist richtig schön bestimmt. Und ich habe auch in Brixen sowas gesehen neulich und wollte mir das dann da aber nicht kaufen, weil es so teuer war. Und das hat hier gekostet 29,99 €. War runtergesetzt 10 Euro und deswegen dachte ich mir, das nimmst du mit. Ist Größe XS und sieht mega, mega cute aus. Ich habe auch noch gar nichts in dieser Farbe. Und ich finde, die Qualität ist einfach so unglaublich schön. Also es ist nicht H&M-Qualität, sondern es ist richtig, richtig eine schöne, wollige Qualität. Das, obwohl es 100% Acrylic ist. Also ich dachte mir jetzt, das ist sicher Baumwolle oder so. Dann habe ich mir eine kurze Hose gekauft im Mustang-Laden. Und zwar um 29 Euro. Die hatte sonst 70 gekostet im Originalpreis. Und ich brauche eigentlich gar keine kurze Hose, aber ich und meine Freundin haben die gesehen und beide dachten uns so, wow, das könnte meine Hose sein. Und ich finde die extrem schön. Also natürlich, sie muss jetzt ein bisschen ausgebügelt werden oder so hingehängt werden, damit sie nicht mehr so zerknittert ist, weil in der Tasche zerknittert sie natürlich. Weil ich finde die so unglaublich schön. Ich glaube, man nennt sie Paperback-Hosen. Aber richtig, richtig toll. Also vor allem ist es so luftig und so leicht. Und das könnt ihr mir vorstellen, das sieht auch richtig, richtig schön aus. Mit einfach so einem weißen Top drauf oder auch natürlich die Levi's-Shirt, das sieht auch sicher gut aus. Und die ist jetzt Größe 34, weil ich habe nämlich drei verschiedene anprobiert und dann die war's. Ja, das war der kleine Shopping-Haul. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Haul gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich gerne kostenlos mit deinem Klick abonnieren und natürlich mir einen Kommi da lassen. Nächste Woche geht's wieder regulär weiter.